In Großbritannien sinken die Corona-Neuinfektionen, die Zahl der Toten aber nicht. Warum? Was dahinter steckt heute bei uns und außerdem. Und damit ganz herzlich willkommen zu Heute in Europa. Tja, sind das jetzt wirklich gute Nachrichten, die da aus dem Corona-Hotspot Großbritannien kommen? Mit Blick auf die vergangenen 7 Tage lautet die frohe Botschaft auf jeden Fall, bei den Infektionszahlen zeigt der Trend nach unten. Die große Frage ist, woran liegt's? An der guten Impfquote oder doch daran, dass sich viele Briten weniger testen lassen, um die Sommerferien nicht zu gefährden? In den Krankenhäusern verbreitet sich zumindest kein Optimismus. Die Totenzahlen bleiben hoch. Und die Auswirkungen des Freedom Day, an dem fast alle Corona-Beschränkungen in England fielen, schlagen sich in den Statistiken noch gar nicht nieder. Yasin Herrlein. Tja, und in dieser Gemengelage plant die britische Regierung jetzt, die Einreisebestimmungen für europäische Touristen zu lockern. Sie sollen bald wieder ohne Quarantäne einreisen können. Wer sich als Reiseziel doch lieber die Türkei aussucht, für den ist Quarantäne schon jetzt kein Thema mehr. Negativer Testnachweis oder Impf- bzw. Genesungszertifikat genügen. Ruhige Tage allerdings hält die Urlaubsregion Antalya im Moment nicht bereit. Dort sind heftige Waldbrände ausgebrochen. Jörg Brase. Ja, schauen wir jetzt mal über die Grenzen unseres Kontinents hinaus, dorthin, wo Europas Spitzensportler und Sportlerinnen gerade kämpfen. Und zwar nicht nur um olympische Medaillen. Mehrere Corona-infizierte Athleten sitzen im Quarantänehotel. Das bedeutet kleine Zimmer, geschlossene Fenster, dreimal täglich Ausgang, aber nur in die Lobby. 6 niederländische Olympioniken hatten jetzt die Nase voll und sich immerhin 15 Minuten Frischluft pro Tag erstreikt. Tokio im Kontrollwahn. Die Zahl der Neuinfektionen in der Stadt hat Rekordniveau erreicht. Tom Palluch zeigt, was auch das für ausländische Journalisten bedeutet. Wer von Ihnen hat sich in den vergangenen Monaten etwas online bestellt? Kleidung, Lebensmittel, Abendessen vom Restaurant, was auch immer. Wir wetten mal, fast jeder. Die Lieferdienste machen ein Bombengeschäft mit der Kundschaft, die aus Corona-Furcht oder aus reiner Bequemlichkeit klicken und dann nur noch auf das Türklingeln warten. Diejenigen, die dann da vor ihrer Tür stehen, haben mit so manchem zu kämpfen. Zeitdruck, Wind und Wetter, aber auch der zunehmenden Aggressivität von Kunden. Was einige Kuriere in Frankreich erleben, erzählt Miriam Steimer. Zum Schluss nehmen wir Sie noch mit auf eine Hausbesichtigung und zwar auf eine ganz besondere. 30 Jahre lang hat sich der futuristische Maler und Bildhauer Giacomo Balla in seinem Domizil in Rom so richtig ausgetobt. Und ich meine so richtig. Farb- und Formexperimente auf Wänden, Böden, Möbeln. Annette Hilsenbeck hat sich das mal angeschaut, wie Wohnen auch aussehen kann. Tja, vielleicht schnappen Sie sich jetzt auch Farbeimer und Pinsel für ein bunteres Zuhause. Draußen wird es an vielen Orten nämlich grau. Das waren die Europa-Themen für heute und für diese Woche. Morgen haben wir nämlich an dieser Stelle Olympia für Sie. Europa gibt es dann am Montag wieder. Bis dahin.